Heute geht's um Schlangenhippies. Habt ihr schon im Titel gesehen? Ich hab jetzt letztes Mal, hab ich den Backefix gekriegt, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Weil ich echt ein bisschen am Verzweifeln war. Und dann, die Geschichte hebe ich mir für ein bisschen mehr Zuschauer. Tut mir leid, ihr liegt mir sehr am Herzen, ihr seid mir sehr, sehr wichtig. Aber die Geschichte hebe ich mir doch für so, sagen wir mal, 4 Zuschauer auf. Standards Arililo. Hi! Ja, direkt die 2 wichtigsten. Wobei, Sophie, wenn du da bist, kann ich es ja eigentlich schon erzählen. Das Spiel hat halt einfach, aus welchem Grund auch immer, sau viel gelöscht von dem Spiel, von dem, wie weit ich war, und ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall musste ich total viele Sachen nochmal machen. Also, wir haben ja irgendwie diese ganzen Eissachen da erkundet, diese Eisinseln und so, und ich musste das alles nochmal machen. So, alle Inseln da hinten nochmal erkunden. Dafür habe ich jetzt wenigstens herausgefunden, wie ich beim Igel weiterkomme. Wie ich noch einen Charakter kriege, den wir jetzt noch nicht haben. Also ich habe zumindest mal herausgefunden, dass ich nochmal mit dem reden sollte. Und dann habe ich ja die Schlange, die ist jetzt auch entbuggt. Das heißt, die wird heute auf jeden Fall, die bringen wir über den Jordan. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen dankbar. Es klingt jetzt ein bisschen hart wahrscheinlich, aber ich war ja nie so der größte Fan von der Schlange, einfach weil die mir so ein bisschen Hokuspokus-Fidibus mir ein bisschen zu sehr war, so ein bisschen zu sehr magisch angehaucht, und ich auch generell nicht ja, die Schlange musste jetzt absolut gehen. Es tut mir leid, Schlange, du kriegst heute keine Blume mehr von mir, aber ich krieg deine Seelenblume. Hahaha. Ich freue mich jetzt total, dass ich die... Also nicht, dass ich sie loswerde, weil irgendwie war sie ja schon süß. Aber so im Gegensatz zu den anderen fand ich, ihr Charakter war auch nicht so wirklich gut aufgebaut. Ja. Die war halt so, weißt du, okay, die war irgendwann mal ein wichtiger Wirtschaftshai. Und dann ist sie durch irgendeine Frau... ist sie dazu gekommen, dass sie dann so Hippie wurde. Und dann habe ich... Das war halt irgendwie ihr kompletter Charakter. Ja, die will nur das Beste für ihre Edelsteine, ey. Die will nichts für die Ozonschicht. Doch, die will vielleicht ein bisschen was für die Ozonschicht. Aber hat sie viel auf unserem Schiff gemacht? Nein. Habe ich gedacht, sie gießt mir die fucking Pflanzen? Ja. War ich einfach enttäuscht von dem Charakter? Vielleicht. Ja, ich bin... Aber ich freue mich total auf die weitere Geschichte von der Igelin, weil ich glaube, die wird mich zum Heulen bringen. Wir haben das letztes Mal schon angeteasert, Leute, aber diese Igel ist sehr wahrscheinlich dement. Das steht ja, glaube ich, schon in der Beschreibung oder so. Ah ja, die hat die Musik gemacht, damit die Pflanzen schneller wachsen. Aber das hat mich einfach nur genervt, weil ich wollte, dass die Pflanzen nicht so schnell wachsen. Weil wenn die Pflanzen so schnell wachsen, heißt das, ich muss nochmal Pflanzen anbauen. Ich habe genug Pflanzen. It's enough. I don't need anymore. Ich will einfach nur, dass sie normal wachsen und ich mich normal um sie kümmern muss. Aber ich glaube, dieser Igel, der ist dement. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen. Ich habe eine Konversation mit ihm gehabt. Die habt ihr jetzt leider nicht mitgekriegt. Aber der Igel hat da nicht viel gesagt. Also nur, dass sie mich nicht erkennt. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Ich geh jetzt einfach mal ins Spiel rein. Ich bin gerade ein bisschen hibbelig. Ich muss jetzt loslegen. Wobei, warten wir noch 2 Minuten. Geben wir den Leuten noch 2 Minuten. Weil ich bin direkt bei einem Gespräch jetzt dabei. Und ja, und was habe ich noch gemacht? Ja, die ganzen Inseln nochmal von neu. Da habe ich bestimmt eine Stunde dran gesessen und dann habe ich noch mal eine halbe Stunde heute noch ein bisschen was gefarmt. Habe jetzt mittlerweile auch Baumwollstoff. Weiß zwar nur nicht, wofür ich den brauche, aber ich habe ihn. Es ist immer sehr wichtig, dass man... War auch noch mal in den Minen alles durchgucken, ob ich mir da wirklich nichts durch die Lappen gehen lassen habe. Aber zu 100% werde ich das Spiel sowieso nicht spielen. Ja. Ich lasse es mal auf mich zukommen, wie weit ich es wirklich spielen will. Ach, es wurde gerade hier alles
Das war ja lustig. Die ganze Zeit wurden mir unten nur die normalen Tags angezeigt, die durch das Spiel generell schon kommen. Aber ich habe jetzt noch neue Tags reingemacht. Und Leute, diese neuen Tags, ich habe da diese ganze Liste durchsucht, was auch nur so ein bisschen reinpassen würde, habe ich mit reingenommen. Also, die neuen Tags sind ohne größere Glitches, ohne Glitches, Casual, Playthrough und gute Charaktere. Es gab auch noch Kochen, Holzarbeit und sowas. Da habe ich gesagt, Yoshi, kann ich das machen? Kochen, Holzarbeit? Da hat er gesagt, nee. War ich ein bisschen traurig. Wahrscheinlich geht es im Kochen auch wirklich darum, dass man dann selbst kocht und nicht, dass der Charakter irgendwie kocht. Dann alle so, ich wollte jemanden sehen, der hier angelt. Warum bin ich jetzt hier auf dem YouTube-Channel? Dieses Mädchen angelt doch gar nicht. Weil es war auch noch Angeln, war auch noch dabei. So, ich leg jetzt einfach mal los. Es klingt so, als ob ich so einen Speedrun machen würde. Alle, die jetzt draufklicken, die ganzen Zuschauer, die einfach nur diese Beschreibung gelesen haben, sind jetzt alle total enttäuscht. Leute, wenn ihr zuschaut, nicht angemeldet seid und das, euch das einfach nur an den Text rausgehört hat. Ich bin mega sympathisch. Weiß jetzt nicht, was man noch viel mehr über mich sagen kann. Ich mache auf jeden Fall keine Speedruns, wahrscheinlich niemals in meinem Leben. Weil ich da viel zu frustriert von mir selber wäre. Aber schaltet nicht ab. Das ist hier großes Kino. So, mit dem habe ich nämlich noch nicht geredet, nachdem ich diese Sache mit dem Wal herausgefunden habe. Und ihr seht, die Katze hat auch eine neue Farbe. Alles für euch. Weiß nicht, ich glaube, es ist ein Vogel. Weiß nicht, wie ich den reden soll. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den fehlenden Druck gefunden? Nicht? Er wurde schon verkauft? Aha. Aber wie kann das sein? Moment mal. Sieht nach Flügeln aus, ja. Moment mal, gibt es da etwa noch einen Sammler? Eine Walrossdame, sagst du? Aha. Natürlich. Natürlich steckt sie dahinter. Aha. Oh, diese grauenvolle Frau. Diese kleingeistige, egoistische, herablassende Scharlatanin. Sie nennt sich selbst die Sammlerin. Ist das denn zu fassen? Aha. Dabei sammelt sie noch nicht mal irgendwas. Oh, sie hat den Druck sicher nur gekauft, um mich zu ärgern. Ich hätte ihr niemals von meiner Sammlung erzählen sollen. Diese widerliche alte Vettel. Aha. Aber vor ein bisschen Konkurrenz würde ich nicht zurückschrecken. Die hässliche Hexe versteckt sich. Und zwar vor dir. Ich weiß nicht genau warum, aber als sie eine neue Seelenfährfrau gehört hat, ist sie wie eine erbärmliche Küchenschabe davongewuselt. Wie passend. Ja, ja, du bist die Seelenfährfrau. Erzähl mir was, das ich nicht weiß. Sie hätte mir aber nicht verraten sollen, wo ihr Versteck liegt. Sie hat sich bei diesen Koordinaten verkrochen. Minus 150, 150. Aha. Okay. Statte ihr doch mal einen Besuch ab. In Ordnung. Und wenn du sie triffst, zeig ihr diese Figur. Sie wird schon wissen, was das zu bedeuten hat. Glaub mir, das wird sie. Aha. Das? Oh, mach dir keine Sorgen. Das ist nur Tant von Theodor. Okay. Mal gucken. Super Richie? Hast du jetzt den Super Richie-Song in meinem Chat gemacht? Wie ging der Song nochmal? Super Richie, komm zu dir geblieben. Du musst nur an ihn glauben tun, dann findet er dich bestimmt. Super, Super Richie, schneller wie der Wind. Mehr kann ich nicht. So, ich muss zum ersten Mal hier in dem Spiel... Ah, oh Mann, das ist zu dunkel. Oh, ja. Super Richie ist so ein wirklich so ein kleines Stück Kindheit. Ich glaube, jeder hat das mal in seiner Kindheit irgendwie gehört. Das ist halt irgendwie das einzige Positive, was er im ganzen Song macht. Ja, aber Sophie, du bist auch noch ein Jüngling. Du bist noch sehr jung. Wahrscheinlich liegt es daran, dass alle anderen schon so alt sind. Aber ich hab's auch nicht so ganz... Oh, sie steht schon die ganze Nacht auf der Reling und ich habe sie nicht zurückgeholt. Oh, Mann. Oh. Anni, da bist du ja. Ich hatte Angst. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Ich bin müde. Wir sind auf dem Weg nach Hause, nicht wahr? Sag mir Bescheid, wenn wir dort sind. Annis verlorener Hut. Seht ihr, das war's nämlich...
Das habe ich herausgefunden, dass sie das will, dass ich mich so anziehe wie die. Wow. Ah, hier ist es. Ich frage mich jetzt, wo ihr zu Hause ist. Ja, wow. Oh, nee, wir bringen zwei Leute zu Immerpforte. Wir bringen die auch direkt. Oh mein Gott, lol. Ich will die eigentlich so nicht bringen. Och, Mann. Ich habe mich gerade erst an sie... So, 105... Es war minus 150, 150, ne? Ich hoffe, es war minus 150, 50. Ja, nee, kann nicht sein. War es 150 minus 150? Ich hab's mir nicht gemerkt. Nein. Minus 150, 50, ne? Komisch. Da komme ich ja noch gar nicht hin. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ah! Mann. Jo. Okay, das muss ich anders angehen. Da komme ich ja noch nicht hin. Oder? Denkst du? Ich weiß nicht, ich bin bisher noch nie dahin gefahren, wo das, die Karte noch nicht aufgedeckt war. The good coal, the good rice coal soup. Nee, aber dass wir uns jetzt heute direkt von zwei Leuten trennen müssen, das wusste ich noch gar nicht. Oh, das erschreckt mich jedes Mal, wenn ich dieses blöde Eis crushe. Ice Crusher. Mal schauen, ob es klappt. In der Zeit gehe ich angeln. Für den muss ich Hähnchen machen und für Hähnchen brauche ich Hähnchen und Öl. Und das kann ich noch nicht machen, weil ich noch keine Mühle habe. Weil man in der Mühle, da braucht man... Was benutzt man da nochmal? Ich weiß es gar nicht genau, aber... Auf jeden Fall kann ich das Öl leider noch nicht herstellen. Ich habe auch letztes Mal das Gefühl gehabt, dass die Angel irgendwie verbuggt war. Weil jetzt funktioniert die wieder viel besser. Weil die wird viel schneller hell. Saibling. Oh, das ist, glaube ich, ein neuer Fisch. Oder? Ich weiß, bei vielen Sachen weiß ich halt gar nicht, was sie so viel bringen, weil gefühlt die ganzen Fische und die ganzen Gemüsesorten, die verschiedenen. Bisher habe ich fast nie spezielle Gerichte damit kochen müssen. Vielleicht kommt ja irgendwie noch einer, der das unbedingt will. Der unbedingt Saiblinge will. Jetzt habe ich mich... Gleich drei davon. Oh, oh, oh nein. Was ist das denn für einer? Sophie, hast du dir den YouTube-Channel schon angeguckt, den ich gestern in Discord reingeschickt habe? Bin den jetzt nämlich ziemlich hart am Suchten. Und dann könnte ich, weil wir ja sowieso nur eine kleine Runde sind, könnte ich auch ein bisschen darüber erzählen. Ein blauer Lachs. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwas gefunden? Ist halt die Frage. Da ist was. Oh Leute. Das ist das Versteck von ihr. Susans Museum entdeckt. Ah ja, die Black Cat. Ja. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass ich... ich habe letztes Mal herausgefunden, dass man die Katze kuscheln kann. Und ich habe mir danach immer gedacht, okay, habe ich jetzt die ganze Zeit was falsch gemacht? Ich glaube, ja. Ah, da muss man den Doppelsprung für können. Oh, die sieht schon so richtig snobbig aus, ganz ehrlich. Oh, super. Einfach fantastisch. Die Seelenfrau, Fährfrau ist hier. Auf diesem gottverlassenen Fels. Mitten im Ozean.
Sie hat den ganzen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die kalten Steinklippen da unten mit der kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, wie ein Land, hier bin ich sicher willkommen. Nun gut, du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Seefahrer und Frau, deren Namen ich nicht kenne und nicht wissen will, ich bin die Sammlerin oder Susan. Die Götter haben mir in all ihrer materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus freien Stücken die Sammlerin. Es ist vielmehr meine Pflicht. Durch deine unablässige Plünderung der äußerst begrenzten Wunder dieser Welt häufst du sicher Berge von Unrat an, die größte Müllhalde der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch, findest du nicht auch? Meine Vorgänger forderten den gesammelten Müll als Bezahlung für welchen Zweck auch immer. Aber meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon. Und dein Schmutz interessiert mich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen. Dir deine bedeutungslosen Belohnungen nehmen und wieder verschwinden. Schleunigst. Und hinterlass bloß keine Abfälle. Hi! Alter, ist die eine Assi-Kuh? Gut, mal sehen, was hast du denn so? Sieht aus wie eine Art... Warum? Warum im Namen von allem, was heilig und schön ist, trägst du dieses grauenhafte Ding mit dir herum? Es tut mir nicht nur in den Augen weh, sondern verletzt den Inbegriff meiner Seele. Aber warte, es kommt mir bekannt vor. Oh nein! Ich hätte es gleich wissen müssen. Dieser Mann hat dich geschickt, nicht wahr? Dieser hohlköpfige, materialistische, oberflächliche Schwindler von einem Intellektuellen. Er hat dich geschickt, oder nicht? Was für unredlicher, betrügerisches Wiesel. Er ist wütend, weil er seinen hübschen kleinen Holzrock verloren hat, oder? Nun denn, er wird ja jetzt nie wieder zu Gesicht bekommen. Das kann ich dir versprechen. Vielleicht wird er dadurch das eine oder andere über Asketismus erlernen. Was dieses groteske, alberne Sammlung angeht, deine Belohnung dafür ist mal sehen. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, so grausam kann das Schicksal nicht sein. Na schön. Nimm ihn einfach. Nimm den verdammten Holzdruck. Geh zurück zu diesem plappernden Narren. Nimm einfach alles, was du willst und geh mir aus den Augen. Man hat richtig gesehen, dass ich in der Rolle aufging, ne? Das fand ich mich gerade. Wie aufregend. Du hast angefangen, eine neue Müllsorte zu sammeln. Diesmal sind es Fische. Sie riechen schlecht und sind schrecklich hässlich. Aber du kannst es dir trotzdem nicht verkneifen, sie alle zu fangen. Richtig? Zu meinem Glück wirst du diese Sammlung vermutlich nie vervollständigen können. Leute, die hat mich schon gechallenged jetzt gerade an der Stelle hier. Das sind nämlich hässliche, schlüpfrige, kleine Miststücke. Ist die eingebildet? Die geht mir total... Die geht mir so sehr auf den Sack. Zerbrochene, glänzende Steine. Was für eine Freude. Nun, du hast einen langen Tag vor dir. Hör zu, lass dich nicht von mir aufhalten, Seelenfährfrau. Du hast ja zwei Aufgaben. Edelsteine und Seelen zu finden. Übrigens, von Schwem stammt überhaupt eine so lächerliche Bezeichnung wie Seelenfährfrau. Das klingt einfach nur schrecklich und geht einem nicht so leicht über die Lippen wie ein Name. Susan. Susanne. Susanne, die Sammlerin. Oh mein Gott, ey. I don't want to see you ever again. Da kann ich noch nicht mal was abholen. Und hier auch gerade so nicht. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Ja, sie hat uns... Ist uns nur auf den Sack gegangen. Okay. Gut, aber wir haben das Holzstück für den Typen. Das ist so ein wichtiger Charakter und der wird halt einfach von dem am Rande so erwähnt. Aber okay. Okay. Ich akzeptiere das. Oh, hier sind jetzt auch neue Sachen. Nordseepier. Aber ich bringe jetzt langsam erstmal die ersten Leute rüber. Wir sind jetzt 7 Stück, ich glaube. Das kann du schon mir jetzt mal langsam erlauben. Ach, der ist auch da. Mal die Angel auswerfe. Jetzt, wo man gehört hat, ich muss auch noch Sachen kochen.
Jetzt, wo ich gehört habe, dass ich dafür Belohnungen kriege, macht die ganze Sache natürlich direkt mehr Sinn. Aber ich fand, die war so... Oh mein Gott, ist die so überheblich gewesen. Das fand ich ganz schlimm gerade, das Gespräch. Wobei, ich fand es sehr lustig, sie zu lesen. Nein! Ach, egal. Noch schnell was kochen gehen. Kochen. Ja, die war funny, aber schon ziemlich eingebildet. Aber ich finde es cool, wie diese zwei intellektuellen Leute sich halt einfach die ganze Zeit so anpimmeln. Das finde ich schon ganz, ganz lustig. So, wo muss ich nochmal hin? Hier hin, ne? Oder? Hä? Ich hätte gedacht, es wäre da, aber da... Ne, doch, das ist da. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck von meinem Tee. Dieses Klingeln, das hört sich immer so an, als ob ich bei Twitch irgendwas kriegen würde. Ich weiß nicht warum, aber mir fiel bisher noch keine Stimme leichter als ihre. Also so dieses Eingebildete. Ich will jetzt nicht wissen, ob das irgendwas über mich zu sagen hat, dass mir gerade so eine Sache am leichtesten fällt, aber ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Tja, tja, tja. Ah, ja. Ich bin ja so fabulös und so wunderbar. Nee. Aber ich weiß nicht, weil man, die kann man, ich kann mir halt immer gut so Leute vorstellen, die eingebildet sind. Das heißt, das kann ich irgendwie besonders gut. Hä, warum ist es auf einmal rot geworden? Ich bin doch noch... Ah. Warum ist rot geworden? Die Sonne geht unter, Lisa. Guck mal, unsere erste Sonnenblumen. Yay. Oh, wir haben noch mehr Sonnenblumen gekriegt. Aus Sonnenblumen kriegt man also Sonnenblumen. Okay. Ja, es ist so ein bisschen eingebildet. Ja, bin ich natürlich sehr, sehr eingebildet. Schon. Auf meine sicken Gaming-Skills, ey. Wenn ihr das gesehen hättet, ich musste ja noch mal einen Drachen dann auch machen, weil ich hatte noch nicht mal den letzten Drachen von der Schlange gemacht. In meinem Spielstand irgendwie der verloren gegangen ist. Ich habe abgespeichert, es kann nicht daran liegen. Es muss am Spiel liegen. Und bin mal gespannt, was jetzt aus dem Backofen rauskommt. Ach, das habe ich schon. Meine, und da bin ich so ab, da habe ich so krass verkackt. Ich bin ständig ins Wasser gefallen, war super angenervt und habe so zu Yoshi gesagt, ich bin einfach nur froh, dass die Leute das nicht gesehen haben. Das ist halt auch das ganz Praktische, wenn man so Sachen von vorne hinein macht, dann blamiert man sich nicht ganz so hart. Aber ich werde mich vermutlich noch blamieren, weil das wahrscheinlich nicht die leicht, weil die leichtesten Stellen habe ich jetzt wahrscheinlich alle und jetzt kommen nur noch die ganz schweren Stellen. Ganz schwer. So, jetzt kriegst du hier was. Na, wieder zurück. Und sieh mir einer an. Du hast das schöne Stück. Oh, Stella, das ist sehr gut. Du hast mein Holzdruck mit kalten Händen der Vettel entrissen. Wie raffiniert, wie mutig. Ja, du wirst mir bei meinem Unternehmung eine große Hilfe sein. Oder sollte ich lieber sagen, bei unseren Unternehmungen. Nun, dann sind wir uns einig. Auf die Insel gibt es für mich nichts mehr von Interesse. Deshalb werde ich mit deiner kleinen Expedition anschließen. Als Passagier natürlich, nicht als Besatzungsmitglied. Ja, ja, solch ein Schiff könnte zur perfekten Galerie werden. Nun, worauf warten wir noch? Brechen wir auf. Okay. Das ist unser neuer Kandidat, Leute. Wir haben einen. Yes, endlich. Endlich haben wir einen neuen Kandidaten. Jetzt kann ich kaum noch abwarten, ihm ein Haus zu bauen. Mal schauen, wie wir das dekorieren können. Schlager singen ist echt richtig easy. Ah nein, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich habe mal so einen ganzen Schlagersong performt und er war echt nicht so schlecht. Aber ich glaube, das kann auch jeder. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Vielleicht nicht jeder kann Schlagersänger werden, aber jeder kann einen Schlager schreiben. Aha. Na schön, na schön. Ich weiß, dass ich es kann. Sicher wird es etwas kribbeln, aber nun, was, wenn es weh tut?
Ah, du bist hier gut. Du wirst dafür sorgen, dass es nicht schmerzhaft wird, richtig? Aha. Okay, ich traue dir nicht wirklich, aber ich habe ja keine andere Wahl. Eule? Ich weiß nicht, ob das eine Eule ist, ich kann es nicht erkennen. Bin ich echt in Vogelkunde? Ha! Ich habe es getan und ich bin dabei nicht mal in Ohnmacht gefallen. Fühlt sich eigentlich ganz okay an. Wer hätte das gedacht? Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Guck mal, wieder Federn fliegen, das ist voll cool. Oder nee, sind das die Kirschblüten von gerade eben? Was? Oh, aber natürlich, verzeih meine Überschwänglichkeit. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ah, oh, der ist dramatisch. Okay, Mist, das ist so ein Theatergeil. Habe ich falsch gelesen. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Wie achtlos und unhöflich. Ich bin Gustav. Und ich weiß nicht warum, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns bereits kennengelernt haben. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass sich unsere Wege auf unserer Insel gekreuzt haben. Und ich weiß, dass wir gemeinsam Großes vollbringen werden. Aha. Diese Welt ist wundervoll und ekelerregend zugleich, genau wie die Kunst. Es ist wahr, Stella. Die Götter haben uns mit großer Inspiration gesegnet. Es ist unsere ehrwürdige Pflicht, Seelen mit Schönheit und Ehrfurcht zu erbauen. Ich habe einen festen Entschluss gefasst, Stella. Ich werde die großartigste Ausstellung meines Lebens zusammenstellen. Und du wirst mir dabei helfen. Oh, sie wird grandios werden. Ah, aber wichtigstes zuerst, deine Bezahlung. Mir wurden schon so viele Dinge nachgerufen, aber Geizhals gehört nie dazu. Ein Obolus haben wir gekriegt. Obolus? Ajo, für Obolus mache ich das ganz doch gern. Dramatischer Geil. Aber es ist ein guter, weil wir haben bisher immer so ziemlich ruhige Charaktere, außer der Frosch gehabt. Da finde ich mal so was Dramatisches zu lesen. Ja, die Igeldame steht da halt immer noch, weil sie jetzt auch zur Pforte will. Weil ich die beide jetzt endlich wegbringen muss. Und es tut mir im Herzen echt weh, weil die Igeldame, mit der, finde ich, habe ich zu wenig Zeit verbringen können. Wir hatten zwar letztes Mal diese kleine Stelle im Dörfchen, wo sie mich danach eine Glucke genannt hat. Es kann ja sein, dass noch so ein eingebildeter Assi kommt, aber ich muss sagen, ich fände es richtig lustig, so einen zu lesen. Der will bestimmt ein Haus, oder? Nun, wo sollen wir beginnen? Bevor wir uns an die Ausstellung selbst machen können, müssen wir einige Vorkehrungen treffen. Um genau zu sein, müssen wir sicherstellen, dass wir über die benötigte Infrastruktur verfügen. Bitte hören Sie mich an. Hat das Schiff Folgendes? Eine Art Fabrik zur Holzbearbeitung, wie zum Beispiel ein Sägewerk. Das könnte für viele Bauvorhaben sehr gelegen. Das käme für viele Bauvorhaben sehr gelegen. Ja, wie praktisch. Mit einem Webstuhl könnten wir auch Kleidung und Leinwand herstellen. Haben wir einen an Bord? Fantastisch! Eine Gießerei mit Werkzeugen zur Mittelhalbearbeit dient ebenfalls zahlreichen Zwecken. Haben wir etwas Passendes? Wirklich? Eine voll funktionsfähige Gießerei? Dein Schiff ist wirklich gerüstet, Stella. Und zu guter Letzt der Grundpfeiler für die Arbeit eines jeden Kurators. Ein Briefkasten. Die Korrespondenz mit anderen Gelehrten und Sammlern ist für meine Aufgabe hier absolut essentiell. Du hast bereits einen Briefkasten gebaut. Fantastisch! Nun gut, du hast noch nicht alle Dinge erledigt. Ich will dich nicht aufhalten. Nein, du hast alle Dinge erledigt. Volle Ausstattung. Fantastisch! Das war ja mal cool. Wenn das immer so gehen würde in dem Spiel, dann wären wir ja echt viel schneller, wenn wir dann hier fertig. Aber es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wenn ich die ganze Zeit... Aber es wird wahrscheinlich jetzt öfters mal passieren, dass ich viele Sachen auf einmal bauen kann. Ganz ehrlich, dieses Geräusch ist richtig gemein. Es klingt immer so, als ob ich ein Twitch-Abo kriege. Neuen Twitch-Follow. Da werden meine Hoffnungen werden dann einfach genommen und dann werden die in die Tonne gedreht. Aber ich habe im Zeichen der Schlange auch einen Edelstein mir um den Rachen gebunden, damit ich mich mit ihr ganz verbunden fühle. Habe ich nur für die Schlange gemacht. Das ist Tatsache. Tatsache. Was kann man hier überhaupt, warum kann man hier das machen? Kann man hier irgendwas räuchern oder so? Das habe ich noch nicht verstanden. Rache. Immer nie.
Du Lauch. Da passt nur Lauch dazu, okay. Ich will dem Fisch nicht seine Vorlieben nehmen. Wenn er einen Lauch mag, dann mag er Lauch. So, Stella. Bist du bereit zu gehen? Ja, danke. They see me rolling. They hate it. Control them and wanna see me running dirty. They 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 see me running dirty. So, jetzt kommt sie weg. Ich lasse sie als erstes runtergehen, weil da wissen wir auch, dass es klappt. Es klappt. Ja. Das Schlimmste ist, wenn das Gras alle ist. Hat sich die Schlange auch gedacht. Finally, endlich. So. Aber wir müssen uns jetzt... Vielleicht wird es auch emotional, vielleicht wird es auch total schön. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich diesmal mit ihm Schritt halten könnte. Mit dem Drachen. Ich war mir sicher, dass er sich beruhigte. Ich konnte sein Schnurren spüren, seine Wärme in meiner Brust. Der hat gar keine Brust. Ich habe es wohl wieder getan. Genau wie mein Vater. Der Drache ist eine Bestie. Unbezwingbar. Wenn ich mich recht an meine eigene Beschreibung erinnere. Egal, ob du dich um ihn kümmern möchtest oder ihn besiegen möchtest. Oh, was würde Rose nur von mir denken? Wäre sie stolz auf mich? Würde sie sich für mich schämen? Ich frage mich wirklich, was sie an meiner Stelle getan hätte. Aber ich weiß es. Ich weiß, was sie mir gesagt hätte. Sie hätte mir direkt in die Augen gesehen. Ihr Blick hätte den Schleier meiner Erscheinung durchdrungen. Sie hätte kein Wort gesagt. Es war ihr von Anfang an bewusst. Sie wusste, dass der Drache mich holen würde. Sie wusste, dass ich versucht hätte, ihn zu lieben und nicht zu hassen. Hätte sie mein Scheitern verurteilt? Ich konnte ihn nicht lieben, Stella. Es ging einfach nicht. So sehr ich ihn auch hasse, er ist jetzt ein Teil von mir. Und zwar für immer. Wenn ich mit Würde gehen möchte, muss ich ihn so akzeptieren, wie er jetzt ist. Ich hatte mich auf noch so viele Unterrichtsstunden mit dir gefreut. Du warst eine sehr begabte Schülerin, Stella. Ich bin so stolz auf dich. So stolz auf dein Herz. So stolz auf deine aufblühende Seele. Es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Du wirst alleine lernen müssen. Ich zweifle nicht daran, dass du es schaffen wirst. Die einzige Lektion, die ich noch mit dir teilen kann, ist dir zu zeigen, woraus wir erschaffen wurden. Aus vergänglichem Sternenlicht. Wir sind nur einige wenige Gedankenpartikel im weiten Strom des Bewusstseins. Das ist das Letzte, was ich dir beibringen kann, Stella. Dass sich alle Dinge ändern und dass alle Dinge enden. Ich bin so stolz auf dich, Stella. Und ich weiß, dass Rose es ebenfalls wäre. Danke für alles. Die Umarmung ist immer total süß. Das sieht cool aus. This pose. Ja, die Musik bringt mich, ich krieg auch immer einen Schauder. Muss ich auch sagen, jetzt auch bei der Schlange habe ich einen Schauder gekriegt.
Okay, das Sternbild der Schlange. Habe ich auch einen Chowder gekriegt. Aber es hat nicht so... Es hat mich nicht zum Weinen gebracht. Ich habe auch die Tomaten... Ah ja, ich wollte gerade sagen, ne, ich kriege jetzt hier noch eine Blume, ganz ehrlich. Ich muss doch jetzt gleich nochmal spielen, oder? Wenn ich eine Blume kriege. Gänseblümchen. Das passt gut. Muss ich nicht? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, aber was soll's. So. Oh, Annie. Oh, Annie. Wir sind da, nicht wahr? Können wir jetzt gehen? Ja, es wird hier dramatisch, Leute. Es wird dramatisch. Also gut. Das ist traurig. Dass wir sie jetzt wirklich noch dahin führen müssen, das lässt mir jetzt schon einen kleinen Schauder. Und sie hat als letztes ihre Tochter in uns gesehen und das ist auch ziemlich hart. Sie hat uns ja Annie genannt und das war ihre Tochter. Es ist halt so traurig zu wissen, dass sie vermutlich dann auch mit Demenz gestorben ist, ne? Ich glaube, sie könnte mich kriegen. Was für eine traumhafte Landschaft. Hast du diesen Ort ganz alleine gefunden, Annie? Du warst früher doch immer auf Entdeckungsreisen, nicht wahr? Eine richtige Abenteurerin. Ich bin so stolz auf dich. Diese Bäume sind wirklich fantastisch. Eugene wird sich wirklich aufregen, dass er die verpasst hat, Eugen. Vielleicht kann er nächsten Sommer ein bisschen frei nehmen. Ja, wir sollten hierher zurückkehren. Ich könnte ewig hier bleiben. Du hast mir in letzter Zeit gar nichts über die Schule erzählt. Ist alles noch in Ordnung? Und sind deine Noten? Oh, natürlich. Du hast deinen Abschluss ja schon vor langer Zeit gemacht. Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich so verwirrt bin. Du bist nicht Annie, oder? Ja, natürlich. Ich werde in letzter Zeit immer vergesslicher. Vielleicht wird Eugen... Wenn du deinen Vater triffst, erzähl ihm von den Bäumen in Orten. Nächstes Jahr wird er sicher gerne mit uns kommen. Der kleine Igel.
Oh, das war traurig. Oh, Leute. Oh. Demente Leute kriegen mich immer. Das ist ganz schlimm. Oh, eine Seelenblume. Ja, die Tomatentränenflossen. Dieses Mal hätte ich sie in der Beschreibung stehen lassen können. Nein. Nachdem uns... Oh, das ist jetzt ein krasser Umschwung, ey. Oh. Nachdem unsere Vorbereitungen nun abgeschlossen sind, können wir endlich an der nötigen Infrastruktur arbeiten. Idealerweise bräuchten wir im Projekt dieser Dimension einen speziellen Raum, um die empfindlicheren Artikel vor den Elementen zu schützen. Ein Schreibtisch, von dem aus der Kurator bequem arbeiten kann, ist aber ebenfalls vonnöten. Genau wie ein Wartebereich, eine Rezeption, Lagerräume und vielleicht sogar einen Geschenkladen, auf den könnten wir vielleicht verzichten. Wie? Etwas zu viel? Ganz im Gegenteil, Stella. Versichere dir, dass das wirklich alles nötig ist. Vernünftig wie ich bin, ist mir natürlich bewusst, dass der Platz ein Problem darstellen könnte. Daher denke ich an einen Mehrzweckbereich, der wundervoll dafür geeignet wäre. Machen wir uns also auf die Arbeit. Schnapp dir einen Bleistift und hör gut zu. Eine Galerie ist recht paradox, da sie sowohl Kunstwerke beherbergt, als auch selbst eines ist. Architektur ist schließlich der wichtigste Ausdruck dafür, dass der Mensch über die Natur gebietet. Genau wie ein Tempel, bla 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 bla. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie das New Bauhaus von auf Chicago etruskische Architektur in seinen Designs einfließen ließ. Gut, das hast du dir alles notiert. Ich kann gerne noch einmal auf die feinen Details des Vortrags eingehen. Soll ich ihn wiederholen? Nein, danke. Nun, wenn du darauf bestehst, dann will ich dich nicht aufhalten. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch mal Ja gedrückt hätte, hätte das Spiel das wirklich gemacht. Ist ja mal sowas von Arschloch. Ich brauche wieder Marmor. Okay, Baumwollfaden. Ja, Baumwollfaden kriege ich relativ leicht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben jetzt zwei Blumen. Das heißt, rein theoretisch können wir jetzt an ganz viele Orte. Ex-touristische. Aber der Igel, der war... Ich find's krass, weil der Igel war ja gar nicht so lang bei mir. Aber irgendwie hat er mich trotzdem viel mehr mitgenommen als die Quen. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen außer verschieben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man sie wegmachen kann. Die war so süß, ja. Und als ich dann bemerkt habe, dass sie Probleme hat mit dem Gedächtnis und dann mich mit der Tochter verwechselt hat, dann war es bei mir sowieso alle Schaltkreise durchgegangen, weil sowas kann ich nicht sowas. Nee, geht nicht. Nee, ich brauche noch einen, glaube ich. Aber ich guck mal, vielleicht habe ich auch schon mal einen Kanoffel. Da schmischt er einfach halt ein bisschen Sellerie. Mal gucken, was man mit dem machen kann. Sellerie und Pilze. Okay. Ich will jetzt neue Gerichte, damit sie den Müll von mir annehmen muss. Hahaha. Warte, wie kann ich das denn sehen? Wissen noch mal mein Inventar. Hier. Nee, ich habe leider nur eine. Ich kann die Dinger verkaufen? Bin ich... Das wäre ja mal hier ärgerlich. So. Ich bin noch ganz außer Kraft gesetzt von den Emotionen, die ich jetzt hier gerade empfunden habe. Es hat mich ganz schön hart getroffen. Ich bin noch ein bisschen sehr traurig, aber... Ich kann doch nicht trinken. Aber es ist ja irgendwie ganz klar, ne? Also es ging ja im Spiel darum, dass wir Seelen ins Jenseits bringen. Dann wäre es jetzt komisch zu denken, dass ich da jetzt sowas niemals tun müsste. So, was will der denn? Der will doch bestimmt Fisch, oder? Aha. Danke, Skibberin. Diese Mahlzeit ist nahrhaft. Wow, wie ist der? Oh! Ich habe nichts gegen einen warmherzigen Augenblick hier und da. Ach gut, der sieht auch so süß. Die sind alle so precious. Du brauchst mal wieder ein bisschen Nahrung. Dem gebe ich einfach das, was an Bord wächst, weil der sowieso nur ganz bestimmtes essen will und deswegen auch nicht hochgeht.
Dieses Blöd. Ich brauche. Ich werde so viel. Oh ne, ich habe jetzt keinen Bock, Sachen zu pflanzen hier. Ich habe Besseres zu tun. Ganz ehrlich. Kann Besseres zu tun. So. Jetzt geht's los. Mal gucken, ob ich das jetzt machen kann. Ah, die neue Fertigkeit. Ich glaube, die neue Fertigkeit, die wir dann kriegen könnten, was wären das? Das wäre dann einmal dieses Dings da. Das mit dem Seil. Glaube ich. Oh, Pilzsalat. Ich wollte keinen Pilzsalat machen. Mann, oh Mann. Irgendwie habe ich noch nichts Neues geschafft. Das ärgert mich ein bisschen. Mama Moraes. Mit Fisch. Nee, das gibt Paella. Warum habe ich das gemacht? Ich habe doch schon mal Paella gemacht. Oh Mann. Nichts vergessen. Kannst du mal bitte nicht an die Häuser von den Leuten gehen, die gerade gestorben sind? Danke. Oh. Ja, es gibt ein Rezeptbuch. Ich kann auch nach Rezept kochen, aber ich will ja gerade die Sachen raus. Die meisten Sachen weiß ich auch im Kopf. Du wirkst gut ausgeschlafen. Wahrscheinlich, weil du nie lange wach liegst. Verstehst du? Weil du deine Schafe an Bord zählen kannst. Schon gut. Dem hat aber auch schon bestimmt noch niemand erzählt, dass Witze nur umso schlechter werden, wenn man... Oh mein Gott, wenn ich die Eisenbache, die kann ich sogar machen an Bord. Zerkleinerer, oh mein Gott. Das klingt bis... Ich will jetzt mal hier was anmerken. Wenn man Hühnerstall und Zerkleinerer in einer Schranke liest, dann ist es keine gute Message, die ich hier finde, dass das Spiel sind. Die das Spiel sind. Ich brauche... Natürlich brauche ich dafür Marmor, weil ich für mein ganzes Leben brauche ich Marmor. Kann ich alles noch nicht machen. Das Eisen mache ich noch schnell. Das habe ich noch. Hühner und zerkleinern. Kann man auch gleich Chicken... Kann man sich auch einfach gleich eine Chicken Nugget Werkstatt finden. Ah, der hat etwas Neues. Cool. Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Ja, okay. Was hast du für eine Besorgung? Nichts, was ich einlösen kann. Zitrin weiß ich noch nicht, wofür ich das brauche. Ja, nee. Wobei, vielleicht ein bisschen... Für ein bisschen Geld. Hä, hey, warum kann ich nur... Aber ich nicht mehr genug Geld habe dafür. Das ist ja eine Frechheit. Da muss ich ja doch was hier machen. Die einzige, die gerne Popcorn gegessen hat an Bord, ist ja sowieso nicht mehr an Bord. Das heißt, Popcorn werde ich sowieso nicht mehr gebrauchen. Guck mal, wie viel ich hier in der Zwischenzeit gemeint habe. Gemeint. Schlechten Witz gemacht. Zum Glück hat es jemand mitgekriegt. Ich frage mich aber, was ich... Haben wir noch mal... Wir haben doch noch eine Figur gesehen. Also eine, die irgendwie nicht mit uns reden wollte, weil sie auf irgendjemand gewartet hat. Und auf eine andere kann ich mich gar nicht dran erinnern. Coolster Jojo ever. So. Noch einmal. Also ich finde dieses Eisending, da hätte ich ganz ehrlich super gerne einfach eine Person für, die mir das erledigt, weil das ist die absolut unnützeste Arbeit, die ich jemals gesehen habe in dem Spiel. Es dauert ewig lang und ich muss fast nichts tun. Sieh nur. Ich habe etwas gefunden, das dir vielleicht gefallen könnte. Hier ist ein Geschenk aus meiner Sammlung. Ich hoffe, du weißt den Wert solcher Kuriositäten zu schätzen. Altes Gemälde. Altes Gemälde. Ist schon ein bisschen asozial, was ich jetzt mache, aber... I need the Klims, sorry, Bro. I need the Klims really bad. So. Ah, ich mache noch was, womit ich auch noch gut Klims verdienen kann, wenn ich Glück habe. Hey, wer macht denn hier wieder Musik? Leute.
Das ist komisch, wenn die Musik läuft und dann flötet mir da jemand ins Ohr. Kann die Person das bitte lassen, bitte? Nee, die Person will das nicht lassen. Ich glaube, das ist der Frosch. Wir haben ja auch nicht mehr so viele an. Nicht vergessen, komische Musik spielen. So. Der geht voll ab, ey. Zweck. Wisst ihr, wenn ihr jemals Swaggerlord 9000 in der Kommentarspalte seht, das ist der Frosch. Das ist der Swaggerlord 5000. Und das ist, ihr denkt, das ist dann so ein eingebildeter Jugendlicher? Nein, das ist einfach so ein alter Mann, der gerne Essen isst und irgendwie Flöte spielt. Genau das ist es. Kein komischer junger Mensch. So. Wir können zumindest eine Erweiterung kaufen. Alles. Wenigstens ein kleiner Anfang. So, ich will nicht mit dir reden, weil ansonsten kann ich sein, oder? Ich habe eine Eisenbarre zu wenig. Och, was? Es tut mir so leid. Och, Mann. Geht mir das jetzt auf den Keks? Oh, Mann. Ich hasse Eisen. Eisen ist so langweilig zu machen. Jedes Metall hat wenigstens so ein bisschen was beim Machen. Aber Eisen ist halt so... Ich muss fünfmal das Ding drücken und dann muss ich halt warten. Ich frage mich, ob ich währenddessen rausgehen kann eigentlich. Das wäre ja schon mal eigentlich ein ganz guter Anfang. Könnte ich in der Zeit was kochen oder so. So, kann ich raus? Ja, ich kann echt raus. Richtig. Was haben wir da? Wieder nichts. Ne, Fischcurry hatte ich aber, glaube ich, auch schon. Ich glaube, ich kann nichts Neues machen. Habe ich irgendwas Neues? Nee. Ich reage. Ja, okay, nee, dann lass ich das einfach mal kurz. So, wie sieht's aus? So, ich glaube, das mache ich bei Eisen ab jetzt immer so, dass ich nicht mehr nebendran stehen bleibe. Wieso der unnötigste Mensch? So, danke. Nicht vergessen, Flöte spielen. Und Hähnchen machen. Oh, krieg ich dieses blöde Hähnchen. Ah. Eine Gießerei ist sicher praktisch für Gärtner. Weißt du warum? Weil sie dann keine schweren Gießkannen mehr rumschleppen müssen. Die Sache ist halt... Ich glaube, jeder hatte mal so einen Witz, wie dieser Hai das sagt. Jeder hatte bestimmt schon mal so einen Witz im Kopf. Will aber auch an der Stelle sagen, dass halt das aus einem guten Grund niemand die laut sagt. Weil die halt wirklich so schlecht sind, dass... Lori, mich wundert die ganze Zeit. Du hast so eine kleine Krone neben deinem Account. Was ist denn das? Wie ich als Twitch-Anfänger. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Why do you have a crown? Neben deinem Namen. Bisschen nobel hier. Nobility. So, ich gieße jetzt mal meine Sample. Ach stimmt, ich muss noch was ganz Wichtiges machen. Das habe ich jetzt nochmal vergessen. Das habe ich jetzt gerade nochmal vergessen, dass ich das machen kann. So, jetzt einmal raus. Da steht Twitch Prime. Was ist denn Twitch Prime? Ach, ich kann die Katze jetzt gerade gar nicht umarmen. Okay. Twitch Prime ist das also. Ich habe auch heute mir mal angeschaut, ob man irgendwie... Ich brauche es jetzt zwar noch nicht, aber man kann es ja trotzdem mal anschauen, wie man Moderatoren macht. Das habe ich auch nicht verstanden. Ah ne, ich wollte... Leere Muschelschale. Und wo wollte ich denn nochmal hin? Oh, der macht mich gerade nervös mit seiner Spielerei. Kannst du bitte aufhören? Bitte. Ich gehe mal hier hin, glaube ich. Warum ist hier... Warum ist da ein Aus... Ja, hier ist ein Aus... Aber da komme ich dann noch gar nicht drüber, oder?
Nee, komm ich schon. Komm ich schon nicht drüber. Oh, der nervt mich mit seiner Tröte. Ganz ehrlich, wenn er so weitermacht, ist das mein zweite Person, die ich nicht mehr auf dem Schiff haben will. Mobb ich jetzt bald auch raus. So. Ich weiß, das ist gemein, aber jetzt nervt er mich nicht mehr mit seiner Tröte. Häng ich wohl. Es tut mir leid. Ich weiß, aber manchmal sind wir schon, nervig. Und es ist auch so ein bisschen, als ob man ein Haustier hat. Also, ich fände es halt cool, wenn man hier in dem Haus irgendwie so einen Kühlschrank drin hätte oder sowas, wo sich die halt einfach zu essen holen können, was sie zu essen haben wollen. Weißt du, man legt die Sachen rein, dann holt sich halt jeder wie ein normaler, erwachsener Mensch auch sein Essen. Aber nein, ich muss die alle füttern und wenn ich die mal vergesse zu füttern, geht ihre Stimmung runter. Bin ich bei Nintendox oder was? Nee, bin ich nicht. Ich bin bei Spiritfarer. Die sterben sowieso. Eigentlich sollte den Essen auch nicht so wichtig sein. Ja. So erinnert mich halt sehr an Nintendox. Oh, das sieht... Nordseepier. Das sieht ja mal interessant aus. Aber da komme ich nicht hin, oder? Komme ich da hin? Ich komme nur auf diese Insel da nicht. Weil ich kein... So. Ist gelockt. Oh, gnädiges Fräulein, du hast das Gesicht. Larry Salzberg kennt sich mit Gesichtern aus. Und deines würde sich gut auf einem Poster machen. Auf einer Werbetafel. Du hast nichts gesagt, aber ich kann mir deine Stimme schon vorstellen. Und ich hasse sie. Aber darum können wir uns in der Nachbearbeitung kümmern. Wir holen uns ein Mädchen, das alles synchronisiert. Du wirst perfekt sein. Was? Du bist keine Schauspielerin? Du machst keine Varieté-Theater? Du hast nie mit Siegfeld gearbeitet? Oder für diese französische Schäferin? Oder wie auch immer die hießen? Das ist unmöglich. Du wärst perfekt gewesen. Aber wenn das wahr ist, dann bist du ein völlig unentdecktes Talent. Du musst in meinem nächsten Film mitspielen. Du musst einfach. Ich habe weder ein Drehbuch noch einen Regisseur, aber das ist unerheblich. Der Titel wird irgendwas mit Visionen der Perfektion sein. Ein Thriller. Ein Mord. Spannung. Etwas, das das Blut zum Kochen bringt, damit alle darüber reden. Über meinen neuen aufstrebenden Star. Das wird ein Kassenschlager. Siehst du es denn nicht? Siehst du es denn nicht? Dann müsste ich... Ja, ich wusste doch, dass ich mich darauf verlassen konnte. Einfach nur die Straße entlang schlendern. Du wirst im Handumdrehen ein Star. Oder ich heiße nicht Larry Salzberg. Jetzt brauchen wir nur noch deine Filmpartnerin für dich. Mein Casting-Chef ist mit ihrem neuen Liebhaber in den Flitterwochen. Irgendwo, wo es warm ist. Aber egal. Es zählt nur der Film, den ich mir in den letzten 5 Minuten ausgedacht habe. Ich brauche Stars dafür. Richtige Stars. Dieses Städtchen ist trockener als meine Hemden an einer Wäscheleime im Sommer. Sehen wir mal. Johann dreht gerade diese Tochter-Mutter-Film. Vivian kommt auf gar keinen Fall in Frage. Judy ist auf irgendeiner magischen Reise. Wir brauchen jemanden mit Schneid und Würde. Es gibt da diese erfahrene Schauspielerin, Catherine. Sie würde passen. Anscheinend genießt sie derzeit die Freuden der Natur. Irgendwo auf dem düsteren Blätterdach, glaube ich. Aber Moment mal, mir kam gerade eine neue Idee. Wir können auch in diese sittsame oder naive Richtung gehen. Mit jemandem wie Ingrid. Sie könnte auch in unseren Film passen. Sie hat sich gerade erst ein Haus im Old Central District gekauft. Du könntest sie dort treffen. Ah, so viele Möglichkeiten. Schauspieler zu Filmen zu finden, ist so aufregend. Also gut, ich lasse es deine Expertise. Finde eine passende Schauspielerin für uns. Eine, der du zutraust, eine richtig gute Figur auf der Leinwand zu machen. Wow. Neuen Quest und keine Ahnung, wie ich zu den Dingern kommen soll, aber okay. Wow, da komme ich auch nicht hin. Schauen? Schauen? Haust du ab, Sophie? Wenn, dann schauen. Ah, vielleicht komme ich da hoch, so hoch. Ich war gerade verwirrt. Hä, wie komme ich denn da bitte schön? Ha. Denkt ihr, ich kann das schaffen? Ach, Mist. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hochkommen soll, aber
Es sieht halt nicht unmöglich aus. Na, sie ist aber, glaube ich, nicht so gut machbar. Ah, das war, glaube ich... Ja, wahrscheinlich. Finde ich aber nicht gut. Komm ich... Also ich wollte nur mal gucken, ob ich hier so normal dran komme oder ob ich hier auch noch... Ob ich hier noch was anderes brauche. Ah, was ist das? Ja. Und hier komme ich auch nicht dran. Nee, kann nicht sein, dass ich von hier aus rankommen soll. Ich weiß halt nicht, was schneller ist. Schwimmen oder springen. Ist da eine kleine Katze an meinem Fuß? Ja. Die Katze ist super smooth. Ich berühre das Wasser nicht, okay. Was habe ich denn jetzt versucht? Ah, Hilfe, aua. Winston. Ja, hab's geschafft. Wow. Für nichts. So ein Irrer weckt mich jeden Morgen auf. Er springt kreischend ins Wasser. Und dauernd sagt er, oh, was war es noch gleich? Ich bin der große Fischmann oder sowas in der Art. Er ist so laut. Und es ist ja nicht nur das Gekreische. Er schlägt im Wasser auch wild rum sich. Der arme Tropf kann vermutlich nicht schwimmen. Ich sollte mein Schlafzimmerfenster schließen. Oder auch nicht. Ich bin wegen der Meeresbrise hierher gekommen. Die kam mit dem Schwimmer am frühen Morgen. Also am frühen Morgen ist hier eine Person, die mich interessieren soll. Wenn ich da hochkomme, komme ich doch bestimmt nur an die Schnur dran, oder? Hä, was sind das? Wow. Nichts. Thank you for nothing. Ich hasse das bei Spielen. Oh, da war, glaube ich, ein Schatzmist. Ah. Ich bin kleiner. Oh, eine antike Büste. Manchmal, wenn ich so ein kleiner Kindskopf bin, dann lese ich antike Brüste, wenn ich Büste lese. Und dann denke ich mir immer so vor, wie antike Brüste dann aussehen würden. Werden die dann auch so in Form gebracht? Die antiken Brüste. Sind die dann aus Marmor, die antiken Brüste? Es ist halt super vorteilhaft, dass ich schon wieder nicht weiß, was ich machen muss. Und ich habe so viel jetzt geschafft. Und Winston spielt hier unten mit meinem Fuß rum. Die hängen nur. Ah, weil keine Büsten-Dings das sind. Dran sind.